Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist ja fast der letzte Tag mit Papa. Der Papa hatte jetzt 2 Wochen Urlaub, weil er jetzt am Montag, heute ist Freitag, und am Montag fängt er bei seinem Papa an zu arbeiten in der Firma. Und er hatte jetzt nach seiner Ausbildung 2 Wochen Urlaub, damit er halt am 1. anfängt. Und ich bin voll aus der Puste, weil ich gerade hochgerannt bin. Puh. Es hört nach der Geburt nicht auf mit der Kurzatmigkeit, noch nicht. Aber ich dachte, ich nehme euch heute nochmal mit, weil er muss nachher nochmal zu seiner alten Arbeitsstelle. Da kriegt er dann sein Zeugnis und so von der Ausbildung, bla bla. Und dort kann man auch shoppen gehen. Und die haben eine neue Baby-Ecke, sozusagen. Und ich möchte gerne in die Baby-Ecke gucken. Und deswegen komme ich mit. Und schau dann da so ein bisschen rum in der Baby-Ecke. Vielleicht finden wir das ein oder andere für die kleine Maus. Und ich dachte, ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit hier oben. Die Kleine schläft gerade in der Federwiege. Wie immer, wenn ich irgendwie vloggen kann. Und sie ist gerade eingeschlafen oder so vor einer Stunde oder so. Und schläft jetzt bestimmt 4-5 Stunden. Und das wollen wir natürlich auch nutzen, um ein bisschen Haushalt zu machen. Erstmal muss ich jetzt das Bett machen. Dann muss ich Wäsche machen. Die habe ich schon zusammengelegt gestern. In einem Livestream auf Instagram habe ich die Wäsche zusammengelegt. Die muss ich noch wegräumen. Und ja, das muss ich jetzt mal hier oben machen. Wickelunterlagen habe ich neu gekauft. Muss ich alles einsortieren. Dann wollte ich an den Babyschrank gehen. Da sind ein paar Sachen, die sind schon zu klein. Die wollte ich aussortieren. Also das wollte ich jetzt einmal alles mit euch zusammen machen. Und wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß bei dem Vlog. Damit aufräumen. Die Kleine ist wach geworden. Gucken, was sie hat. Ganz ungewöhnlich. Ich habe eine Stunde geschlafen. Hey, mein Schatz! Was ist denn los? Hallo! Was ist denn los? Baby Maus. Hey! Große Hunde. So große Hunde. So, wir stöhnen jetzt. Und die Hunde müssen gleich nochmal raus. Und ich denke, sie wird gleich wieder einschlafen. Ich weiß nicht, warum sie jetzt aufgewacht ist. Komisch. Und ich wollte euch noch unsere Federwiege zeigen. Wir haben Laika! Wir haben eine neue Federwiege. Und warum, erzähle ich euch dann auch nachher. Ich zeige sie euch auf jeden Fall nochmal. Ich verlinke euch sie auch in der Infobox, die neue Federwiege. Wir haben die jetzt seit gestern und testen sie schon ausgiebig. Und bis jetzt sind wir sehr, sehr zufrieden. Mehr als zufrieden sind wir auf jeden Fall. Mal gucken, wie das weiterläuft, wie es weitergeht. Wir immer noch zufrieden sind, aber ich berichte euch auf jeden Fall. Aber ich zeige sie euch nachher erstmal. Jetzt trinkt die Kleine erstmal. Ich glaube, danach gibt es nochmal eine frische Windel. Und dann versuche ich gleich wieder nach oben zu gehen. Ein bisschen aufzuräumen. Das, was ich eben machen wollte. Ich bin jetzt nur zum Bettenmachen gekommen. So, die Kleine schläft. Unten habe ich noch kurz die Küche gesaugt. Und jetzt werde ich, sortiere ich gerade die Klamotten aus, was alles noch nicht mehr passt. Der passt noch, das weiß ich, die passt auch noch, die auch noch. Das passt auch noch alles. Der wird auf jeden Fall zu klein. Und den, doch, den kann sie auch noch anziehen. Das passt auch noch, die ganzen Pullis passen auch noch. Die ist auch langsam zu klein. Passt noch alles, aber die drei sind auch noch
zu klein. Achso, hier sind die Jacken. Die muss ich gleich noch einsortieren. Die habe ich jetzt nur rausgenommen. Einmal zum, damit wir mehr Platz haben. Die Sachen sind zu klein. Die Sachen sind auch zu klein. Die behalten wir aber. Und die kommen weg. Und jetzt geht's an die Wäsche. Dann habe ich hier neue Wickelunterlagen. Haben wir jetzt gerade neu gekauft. Da brauchen wir wieder welche. Falsch. Hier. Und die wollte ich jetzt kurz einmal einsortieren. Hört ihr Felix schrauben? Er ist hier in der Wohnung oben und schraubt. So. Und mit einer Hand, das ist total schwierig. So, dann geht's weiter. Ein paar Babysachen noch sortiert. Hier, der Wäschekorb ist noch ein bisschen voll. Hier ist noch was von mir. Ja, ein paar Sachen von mir noch. Das ist noch Baby hier. Das hier. So, ich habe jetzt alles fertig gemacht und werde mich jetzt ein bisschen frisch machen und mein Gesicht so ein bisschen waschen und so. Und dann schauen wir, wie lange die Kleine noch schläft. Gleich mal gucken, was Felix so auf der Baustelle macht. Und ja, dann, ich glaube um 16 Uhr müssen wir auch schon los. Um 17 Uhr muss er da sein. Und deswegen fahren wir ein bisschen früher los, damit er pünktlich ist. Und dann gehen wir shoppen. Achso, ich muss gleich nur bei der Bank bei dem Audi-Händler auf jeden Fall anrufen. Ob ich noch was wegen dem Auto klären muss. Ganz, ganz wichtig. Muss ich gleich auf jeden Fall noch machen. Oh, Dickerle? Hallo Leica! Und Dickerle! Die Hunde sind draußen. Dickerle, hi! Guck mal hier, Dickerle! Tschüss, Nasko! Ab in Schatten? Oder? Nee, ganz weit weg. Von allen anderen. Ja, also schönes Wetter, aber wie gesagt, ein bisschen windig. Das heißt, es wird, glaube ich, ein Langarmbody bei ihr und eine Hose. Das, denke ich, passt ganz gut. Ja, da ist der Nasko. Da unten sitzt die Leica. Ja, aber an sich ja ganz schönes Wetter. Und jetzt gucken wir mal, ich habe unten noch einen Langarmbody. Den sie jetzt anhat, der schon vollgespuckt. Da muss sie gleich nach dem Mittagsschlaf, kriegt sie auf jeden Fall einen neuen an. Ich nehme jetzt einfach mal noch einen mit nach unten. Und dann schauen wir mal, vielleicht habe ich auch irgendwie einen Strampler oder so einen passenden. Oder etwas, was man halt leicht ausziehen kann, weil es halt auch noch wärmer werden kann. In der Zeit schauen wir mal, was wir im Schrank haben. Schönes. So. Süße Latzhose könnte sie auch anziehen. Schwierig. Die Entscheidung ist immer total schwierig. Oder ihren kurzen Strampler oder ihre Sommerlatzhose hier. Die ist halt schön kurz, also obenrum halt schön luftig. Schwierig. So, ich habe jetzt einen Strampler rausgesucht, aber... Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe gar nichts mehr in der Wickeltasche. Und deswegen nehme ich jetzt noch einen Kurzarmbody mit für die Wickeltasche und einen Langarmbody für die Wickeltasche. Und noch eine Hose, falls sie irgendwie mal wieder auslaufen sollte. Dass wir das auf jeden Fall dabei haben. Nehme ich auch noch einen Latz mit. Und ich glaube, den Rest haben wir. Genau, falls einfach irgendwas mal sein sollte. Weil sie sehr oft die Windel sprengt, sag ich mal. Und dann nehmen wir auch noch eine Hose mit nachher, falls das andere einfach zu warm ist. Genau. Das Set nochmal mit. Strampler kann ich euch auch nochmal zeigen, den ich ausgesucht habe. Das ist nämlich dieser hier, den haben wir von der lieben Gabi. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Der ist total süß hier mit der Schleife. Und hier mit so einer kleinen Spitze. Total süß. Ich hoffe, der passt noch. Genau, den gibt es dann heute, wenn es nicht zu warm ist, mit diesem Body hier drunter. Mal gucken, aber den Rest nehmen wir, wie gesagt, auch mit, falls es einfach zu warm ist, dass wir sie einfach umziehen können. Oh, die Kleine schläft ja gerade in der Federwiege. Und ich wollte hier kurz nochmal die Federwiege zeigen. Die ist, wie gesagt, von Schmuse Wolke. So sieht das aus, das Logo. Hier ist eine kleine Tasche, total süß. Ja, und dann sieht die eben so aus, wie eine ganz normale Federwiege. Hat hier so ein Holzstab, sag ich mal. Aber sonst sieht sie halt echt aus wie die alte.
Nur was hier der besondere Unterschied ist, sie ist einfach viel, viel größer. Und wir haben hier eine richtig dicke Matratze drin, wie ihr seht. Ne? Also hier ist eine richtig dicke Matratze drin. Und allgemein, also sie ist auf jeden Fall viel, viel größer. Wir haben hier noch das Schild dran, weil sie, wie gesagt, gestern erst ankam. Sie ist viel, viel größer, hat diese große Matratze und ist sogar in die Sitzposition machbar. Und kann bis 40 Kilo kann man da rein. Also später, wenn sie größer ist, kann sie die immer noch benutzen. Jetzt wird sie wach. So, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, denn... rede ich nicht so laut neben ihr. Also man kann sie in die Sitzposition machen. Das heißt, wenn sie ein bisschen größer ist, dann kann sie einfach ein bisschen mehr rausgucken. Und da seht ihr sie auch nochmal. Genau, wir haben ja diesen Motor aus China. Und da baumelt sie jetzt sozusagen. Also man kann sie in die Sitzposition machen und man kann sie eben bis 40 Kilo verwenden. Natürlich nicht an diesem Motor, sondern ganz normal an der Decke befestigt, auch ohne Feder. Das geht leider nicht, aber man kann sozusagen einfach als Schaukel nutzen, die Schaukelversion, dann bis 40 Kilo sogar. Das ist natürlich mega, weil da kann ja ich sogar fast noch mit rein. Und die alte, die wir hatten, ist viel, viel kleiner. Die ist ja von Hobea. Die ist viel, viel kleiner. Da ist sie schon oben angestoßen und auch schon so ein bisschen unten. Also sie hätte da locker noch ein, zwei Monate reingepasst. Aber eben nicht länger. Und hier kann ich sie eigentlich zweimal reinlegen von der Länge her. Also die ist wirklich total groß. Hätte ich niemals gedacht. Und dementsprechend ist eigentlich schon der Grund, warum wir sie viel, viel besser finden. Weil sie eben viel, viel länger nutzbar ist. Und diese große Matratze. Die hat die andere auch nicht. Und was mir bei dieser auch total aufgefallen ist, dass hier dieses Holzstück ist ein bisschen länger und dadurch hat man aber viel mehr Platz, sie reinzulegen. Also allgemein, das Ganze ist ein bisschen größer und wuchtiger und bei der anderen war es immer so eine Friemelarbeit, sie da reinzulegen. Muss man mit einer Hand so ein bisschen so immer so, wisst ihr, was ich meine, ist aber total schwierig. Und hier ist es eben so, dass man einfach so viel Platz hat, die Kleine da reinzulegen. Und das ist so angenehm. Und ja, wir sind auf jeden Fall großer Fan. Wir werden die andere noch behalten. Weil bei der anderen ist es so, dass sie eingekuschelter ist. Dadurch, dass sie eben enger, kleiner ist, die Federwiege, ist sie noch ein bisschen mehr eingekuschelt. Das mag sie total gern. Hier liegt sie schon ganz schön frei. Also sie kann sich groß ausbreiten. Deswegen behalten wir die andere auf jeden Fall noch. Und bei der war natürlich auch eine Feder dabei. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Also das hier ist die Feder, die dabei ist. Da haben wir hier immer so ein Sicherheitsband natürlich. Und das ist die Feder. Genau, einfach mit Karabinern ist die hier befestigt. Und wir haben jetzt eben den Motor ran gemacht. Weil ja, die ganze Zeit da stehen und die ganze Zeit auf- und abmachen, ist halt doch ziemlich anstrengend. Hier ist übrigens auch ihr Spielbogen auf der Couch. Hier ist so ihre kleine Spielecke. Natürlich immer mit Spucktuch und hier diesen Ball. Die findet sie total interessant. Gestern hat sie sich hier immer die ganze Zeit festgehalten. Sehr, sehr süß. Und dieses Herz, hier findet sie auch total schön. Genau, ich war jetzt gerade noch auf der Baustelle oben beim Felix. Und Felix ist jetzt los mit meiner Mutter kurz nochmal was einkaufen. Weil er hat ja das einzige Auto und mein Vater ist eben arbeiten. Und ich schneide hier nebenbei einen Bauvlog, der glaube ich vor diesem Video online kommt. Den schneide ich jetzt kurz. Und nebenbei sind wir natürlich fleißig am Drehen des nächsten Bauvlogs. Ihr sollt ja auch nichts verpassen. Und im nächsten Baublock gibt es sogar eine mega, mega krasse Überraschung. Weil wir kriegen etwas ganz, ganz Cooles in unserer Wohnung. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, dann, falls euch das interessiert. Und Essen ist auch schon fertig. Wir machen heute selbstgemachte Crocs. Ich werde ja total oft gefragt, was wir zum Mittagessen, weil ihr oft Ideen braucht und so. Und da gibt es heute bei uns selbstgemachte Crocs. Und genau, das essen wir heute. Ich habe mir noch so ein bisschen Wasser mit Wassermelone gemacht und Wasser mit Zitrone und so. Also ein bisschen was Gesünderes, damit man ganz viel trinkt bei diesem Wetter. Ich war vorhin auch noch draußen beim Pool. Und, also nicht im Pool, sondern nur beim Pool. Und es ist doch ganz schön kühl heute. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Grad wir haben. Kann ich ja mal eben checken. Genau, wenn wir nachher losfahren, denke ich, dass ich mir auch noch was überziehe. Also wir haben jetzt 19 Grad hier bei uns. Ja, also es ist nicht so warm, würde ich mal sagen. Nicht so
extrem warm. So, mein Lieb, wir sind jetzt auf dem Weg zu Felix' alten Arbeitsstelle. Kleine schläft in ihrer Babyschale. Eigentlich wird sie wach. Naja, aber sie ist ruhig. Ich denke, sie schläft gleich wieder ein. Wir haben den Kinderwagen dabei und dann werden wir uns so ein bisschen die Zeit vertreiben, wir beide. Mal gucken, wie das so wird. Und genau. Hallo meine Lieben, wir haben einen neuen Tag und ich wollte euch natürlich noch ein bisschen mitnehmen beziehungsweise euch auch noch zeigen, was ich so gekauft habe und so. Und ja, ich habe da nicht mehr gefilmt an dem Tag, weil die Kleine kurz nach meinem Shopping-Trip nur geweint hat. Und ich denke, das liegt daran, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr wenig Milch habe in den Brüsten. Und es hat sich schon wieder gebessert, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass ich echt davor den Tag und an dem Tag sehr, sehr wenig Milch hatte. Ich glaube, es kommt noch von der Hitze und so, weil man einfach sehr, sehr viel Flüssigkeit braucht auch. Und genau, falls ihr Tipps habt, wie man mehr Milch bekommen könnte, ab in die Kommentare. Ich trinke jetzt schon ganz, ganz viel Stilltee und so, aber ist ja auch, wie gesagt, schon besser geworden. Ja, was habe ich gekauft? Ich habe mir eine Hose oder zwei Hosen gekauft. Die kann ich euch gleich nochmal zeigen. Liegen nämlich, habe extra noch liegen gelassen, noch nicht gewaschen, weil ich es euch eben noch zeigen wollte. Und die Babyabteilung war leider gesperrt. Also es ist halt noch im Umbau und so und deswegen konnte man da leider noch nicht reingehen. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. Und dann wollte ich euch noch erzählen, was wir erlebt haben. Und zwar wurde ich eiskalt bepöbelt beim Stillen, dass es ekelhaft sei. Und dass man das doch nicht hier machen muss in der Öffentlichkeit. Und wäre ich nicht am Stillen gewesen, ich glaube, ich hätte die Person richtig zusammengefaltet. Ich bin da ganz, ganz sensibel, weil ich finde, Stillen ist das Normalste der Welt. Genauso wie die weibliche Periode. Na gut, es gibt nur eine Periode. Männer haben keine Periode. Aber warum soll ich jetzt mit meinem Kind auf Klo gehen zum Beispiel und mein Kind dort stillen? Ich meine, wir essen ja auch nicht auf Klo. Und ich finde, wenn man das abdeckt und man eigentlich nichts sieht, ist das überhaupt nicht schlimm. Und ich still die Kleine wirklich überall. Ich still im Restaurant, ich stille beim Laufen unterwegs, ich stille überall. Also wirklich, ich schäme mich dafür auch nicht. Ich zeige auch nichts. Also ich habe immer ein großes Spucktuch dabei, was ich überwerfen kann. Für mich an sich ist es kein Problem, aber damit schütze ich eben auch die Kleine. Also die Kleine hat dann eben ihre Ruhe unter dem Tuch und eben die anderen, die könnten sich ja belästigt fühlen. Deswegen ja, decke ich das Ganze immer ab. Für mich an sich ist es kein Problem, wenn man meine Brust sieht, solange man meinen Nippel eben nicht sieht. Und den Nippel hat die Kleine ja meistens im Mund. Also ist das so für mich überhaupt kein Problem. Auch wenn wir shoppen sind oder so, ich setze mich da einfach auf eine Bank und stelle die Kleine. Oder wie gesagt, auch mal im Laufen. Da habe ich wirklich gar keine Probleme. Auch im Tragetuch und so stille ich die Kleine. Das klappt alles super. Und ich finde, wir Frauen sollten uns dafür überhaupt nicht schämen.
nicht extra irgendwo anders hinfahren oder abpumpen und die Flasche mitnehmen, nur wenn man irgendwie unterwegs ist, sondern ich still wirklich überall. Also ich habe da auch gar keine Probleme mit und ich finde, das sollte jede Frau so machen. Und ja, ich wurde auf jeden Fall angepöbelt und wäre ich nicht beim Stillen gewesen oder am Stillen, dann wäre ich echt ausgeflippt, glaube ich. Also sowas geht gar nicht, finde ich. Genau, jetzt wollte ich euch kurz noch die Sachen zeigen. Die Kleine schläft unten und macht ihren Mittagsschlaf. Habe ich gerade noch gestillt und dabei ist sie eben eingeschlafen. Und genau, jetzt zeige ich euch noch kurz die Sachen. Also ist einmal das beides hier geworden. Einmal diese Adidas Sporthose, sage ich mal. Die trage ich total gerne in der Freizeit. Die sind super bequem und aber auch beim Sport. Und Rot ist eine meiner Lieblingsfarben und ich finde, Rot steht mir total gut. Und deswegen habe ich die jetzt nochmal in Rot mitgenommen. Ich habe die nämlich schon einmal in Grau, genau. Und jetzt habe ich die eben nochmal in Rot mitgenommen. Und die hat gekostet 65 Euro. Das ist, glaube ich, der normale Preis für diese Hosen. Habe ich für die anderen nämlich auch bezahlt. Und dann habe ich mir noch eine Jeans mitgenommen von Only. Ja, ich brauchte jetzt nach der Schwangerschaft einfach nochmal Jeans. Weil die alten irgendwie, ja, sind halt schon ein bisschen älter und die passen zwar alle. Aber ja, ich wollte halt nochmal eine neue Jeans. Habe mich jetzt über dieses Grau entschieden. Wie gesagt, von Only. Die hat 40 Euro gekostet und ich habe eine 25,32. Guten Morgen, meine Lieben. Ich wurde gestern leider unterbrochen von der Kleinen. Der liegt jetzt noch da. Und ich habe euch ja gestern die Sachen gezeigt, die ich noch gekauft habe, aber euch von der Geschichte erzählt, die ich erlebt habe. Und genau, jetzt dachte ich, ich nehme euch jetzt noch so ein bisschen hier mit. Wir sind schon seit einer Stunde wach, der Papa ist auf der Arbeit. Der hat ja jetzt gestern seinen ersten Arbeitstag gehabt. Im neuen Job, seinen ersten Arbeitstag. Und jetzt wollte ich die Kleine wickeln und fertig machen. Das mache ich morgens eigentlich immer, wenn wir... Also, das ist, glaube ich, normal, dass man sein Kind fertig macht morgens. Aber wenn wir dann noch ein bisschen im Bett gekuschelt haben, dann mache ich sie immer fertig. Und genau, gestern haben wir noch ein bisschen länger geschlafen, als der Papa dann los war. Sind wir nochmal eingepennt. Aber heute habe ich das auch versucht, aber das ging nicht. Die Kleine war zu wach, als der Papa gegangen ist. Also... Laika ist auch wieder wach. Laika! Der Papa war zu laut heute Morgen. Deswegen, ja, sind wir jetzt wach. Und jetzt, ich bin noch fleißig rumgestrampelt. Danach muss ich das Bett noch machen. Ihr Bett muss ich auch noch machen. Und wie gesagt, sie jetzt erstmal fertig machen. Das heißt, einmal wickeln, umziehen, komplett waschen und so. Das mache ich eigentlich jeden Morgen, wie gesagt. Und ich habe auch schon Zähne geputzt und Haare gekämmt, also ich bin auch soweit fertig. Gesicht gewaschen und so. Das konnte ich dann vorhin auch noch machen, als die Kleine so ein bisschen rumlag hier. Sie hat noch nicht geweint, heute ist ganz freundlich. Die Nacht war jetzt nicht so prickelnd, sie hat nicht so viel geschlafen. Und auch gestern war sie total viel wach. Mal gucken. Ich bin deswegen auch ein bisschen gerädert. Aber mal schauen, wie das so wird mit uns beiden hier. Aber sie lacht ganz viel, das ist schön. Ja, Wetter ist mittelmäßig, sage ich mal. Nicht schön, aber auch nicht schlecht. Sehr windig, Regen und ja. Aber es gibt für sie heute, denke ich, ein Body. Mal gucken, was wir anziehen. So. Die sind am Wickeltisch und meine Lieben, laufen eure Kinder auch immer aus. Der hat gerade erst reingemacht, sag ich mal. Und das läuft direkt aus. Die Windeln sind nicht so klein, die haben wir gerade erst gewechselt auf die Größe 3. Und die passen perfekt, aber die läuft immer aus. Achso, ich werde immer noch so häufig gefragt, was ich zum Wickeln benutze. Ich benutze hier diese Wattepads. Diese ganz normalen Wattepads. Hab hier immer frisches Wasser, mach die dann so ein bisschen nass. Und damit wirklich die Kleine immer mit einer Hand ganz schön schwierig, die mir auseinander zu falten hier. Und da brauche ich ungefähr so 3-4 Stück für so einen großen Wickelgang, sag ich mal.
Die Kleine guckt gerade ganz, ganz aufgeregt zu. Ne? Guckst du zu, mein Chat? Diese Maus. So. Genau, die benutzen wir immer. Hier habe ich auch immer einen Waschlappen. Guck mal, wer uns hier besucht. Hallo, Dickerle. Hallo, Dickerle. Hier darfst du nicht rein. Ins Babyzimmer darfst du nicht rein. So, und dann werden wir das jetzt mal beseitigen. Entschuldigung für alle, die gerade irgendwie gegessen haben oder so. Aber ich finde es persönlich ja nicht eklig. Ne? Also ich bin da total schmerzfrei. Ich finde sowas nicht eklig. Leute, wir haben übrigens schon die ersten 62 Abonnies aussortiert. Du bist so dein Großmeinschatz. 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 Schauen wir mal, was wir heute anziehen. Also es muss auf jeden Fall ein Langarmbody sein. Die sind eigentlich alle lang, außer der ist kurz. Also was ziehen wir an? Ich glaube, rot würde hier ganz gut stehen. Der ist auch neu. Haben wir noch nie angehabt. Mal gucken. Ich glaube, der würde hier ganz gut stehen. Probieren wir mal. Wir brauchen nur eine Hose. Das sind noch die restlichen 56er Hosen. Aber da habe ich jetzt keine passende zu rot. Was könnte man denn mal anziehen hier? Die hier wollte ich ja schon immer mal anziehen. Die ist auch mega süß. Da gehört auch noch ein Oberteil zu. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Von Zara. Schön in Strick. Was tun wir hier rein? Hier sind die 68er Bodies schon. Tada! Dieses Oberteil gehört dazu. Total süß, oder? Voll schnuppelig. Gut, dann gibt es jetzt den Body. Und diese Hose. Und zack. Und zack. Hier ist ein Schäfchen, mein Schatz. Ne? Ein Schäfchen, ja. So. Oh, die sieht aber bequem aus, Baby. Die sieht aber bequem aus. Die sieht aber bequem aus, ja. Oh, dein Schäfchen. Guck mal. Guck mal. Oh, mein Engelchen. So, fertig. So sieht das Ganze aus. Hier passt zwar noch ein Baby mit rein, aber ich denke, das geht schon. Spuckt ihr eh gleich voll. Also schon in Ordnung. Nee, mein Schatz. Spuckst du die eh gleich voll? Spuckst du die eh gleich voll? Ja? Ganz fasziniert von ihr Mobili. Dann gehen wir jetzt runter. Dann gibt's die Brust. Und dann machst du Haie, ne? Ja? Machst du den Mittagsschlaf? Machst du den Haie? Oh, mein Lieber. Habt ihr gesehen? Oh. Was ist denn los? Was ist denn los? Willst du nicht Haie machen? Oh. Sie macht Schüppchen. Machst du Schüppchen? Baby, warum machst du Schüppchen? Gott, oh Gott. Diese Maus hat so große Füße, ne? Alter. So große Füße. So große Füße. So große Füße. Ja, so große Füße. Wir haben es gerade mal bis ins Schlafzimmer geschafft, ne? Bis ins Schlafzimmer haben wir es geschafft. Na, super. Ein kleines Spuckmonster.
Du Ferkel, du. Du Ferkel, du. Na, lecker. Gut, jetzt gehen wir runter. Ne? Ja, jetzt gehen wir runter mit dem vollgekotzten Body. So, mein Lieben, die Kleine schläft. Ich war duschen. Und deswegen habe ich noch nasse Haare, beziehungsweise einen Zopf mit nassen Haaren. Und ich habe den Vlog jetzt schon angefangen zu schneiden und wollte mich natürlich noch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Er war mal wieder so zusammengemischt aus ganz vielen Tagen, aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!